wunderschönen guten Tag zurück zu Natural Treat. Und wir werden jetzt mal diese Dame, die da unten so schön liegt und schläft, werden wir jetzt mal wiederbeleben mit ein bisschen Riechsalz. Ich muss mal, bevor ich das mache, eben den Timer wieder ansetzen. Jo, alles klar. Riechsalz. Da bist du ja wieder. Carrie, ich brauche Wasser. Habe ich alles schon vorher geplant. Hey, Carrie. Hey, Carrie, Cherie. Carrie. Was hast du denn in deiner Hand? Was ist das? Ein Glasauge. Eine Minute, ich fühle mich schon besser, aber mir ist noch etwas schwindelig. Wir haben ein Glasauge bekommen. Ich kann nur absolut gar nicht sagen, wofür. Also hier können wir eindeutig nichts tun. Dahin, das pinke Glas macht mich ganz schwindelig. Nee, da können wir sowieso nicht hin, das ist schon klar. Wir brauchen jetzt entweder die Leiter oder irgendwas, wo das Glasauge reinkam, aber ich sehe ehrlich gesagt nichts. Sie ist immer noch nicht ganz bei uns. Hier vielleicht. Nein. Ist hier irgendwas Tolles? Die Gasmaske kann ich immer noch nicht mitnehmen, solange ich den Filter nicht habe. Hier ist auch nichts, was ein Glasaugen bräuchte, so wie das aussieht. Ups, ich bin schon wieder gegen das Mikro gekommen. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Wir gehen nochmal zurück. Hier unten können wir... Wir brauchen immer noch den Sand. Gut. Hallo, ich will zurück. Unter Umständen können wir in der... Oh, da ist wieder irgendwas. Können wir hiermit vielleicht? Nein, das wird nicht helfen. Ja, das wäre auch zu schön gewesen. Aber hier sehen wir wieder, ist wieder irgendwas. Gehen wir da mal drauf. Ah ja, gut, die Dinge kennen wir schon. Drei Perlen. Das Bild kennen wir ja im Prinzip schon. Was für Perlen denn? Jetzt mal ganz im Ernst, was für Perlen? Ich meine... Das war eindeutig die Ankerdinger, die Angelköder habe ich jetzt mal eben so gefunden. Ah, da ist noch ein Angelköder, alles klar. So, dann machen wir erstmal mal Spaten, Sporten da, Schere, da. Das ist so eine Schere. Die Schere meinten sie dann wohl? Ne, das war die Gartenschere. Ah gut, da ist noch eine Schere, alles klar. Seil. Ein Seil ist das nicht. Was ist denn hier ein Seil? Da ist das Seil, mein Gott. Flugzeug? Ein Flugzeug, bitte. Da. Angelrute. Schon wieder keine Musik. Kann man einer Musiker machen hier? Angelrute? Wieso soll denn hier eine Angelrute sein? Hier ist noch ein Angelhaken. Eine Angelrute? Jede Menge Angelhaken, Alter. Angelrute sehe ich gerade noch nicht. Moment. Kamera. Ah ja. Eine Kamera. Da ist die Kamera. Ein Becher. Wird wahrscheinlich der hier sein. Zwei Äxte. Das ist ein Hammer. Da ist eine Axt. Sehr gut versteckt sogar. Und das war auch eine Axt. Okay. Ein Golfball, den haben wir schon gesehen. Der ist da. Jetzt brauchen wir noch drei Perlen. Ich schätze ja mal, dass wir nicht drei Perlen finden müssen, sondern irgendwo... sind drei Perlen, so weißt du, dass man damit irgendwann macht. Also das ist nicht mehrere Sachen finden, sondern wieder irgend so ein Aufgabending. Und die Angelrute, da verstehe ich immer noch nicht.
Angelrute. Aha, guck hier. Jetzt können wir nämlich irgendwas kaputt schneiden. Das nicht. Was können wir denn kaputt schneiden? Was kann man denn hier mal, was macht denn Sinn, was man kaputt schneidet? Da ist eine Socke oder sowas, ne? Auch nicht. Da ist die Angelrute. Die Muscheln aufmachen. Eine Perle. Nächste bitte. Und noch eine. Jawohl. Ja, das war nicht schlecht. Das war gut. Haben sie nicht schlecht gemacht, muss ich zugeben. So, was bekommen wir denn jetzt hier? Ein Eimer oder sowas vielleicht? Vorschlaghammer. Was mache ich denn damit? Okay, das Einzige, was mir jetzt einfällt, dass wir wieder in das letzte Bild gehen und den Turm mit den ganzen Zahlen kaputt kloppen. Und hier haben wir wieder ein Wimmelbild. Okay, wir haben es ja noch früh. Die Folge ist ja gerade jetzt begonnen. Regenbogen. Was da? Muss ich das jetzt irgendwo hinsprühen? Das war jetzt aber auch Zufall, dass ich genau in die richtige Ecke gedrückt habe, glaube ich. Seil. Ein Seil. Da muss ich das Seil. Müsst ihr auch mal, Alter, wie fett die Mutter ist. Dass wir die nicht gesehen haben oder dass ich die nicht gesehen habe. Ihr habt die bestimmt alle gesehen. Letztes Mal. Okay, Seil sehe ich gerade nicht. Tatsächlich. Nein. Okay. Armband. Schätze ich mal, ist das. Ein Nagel. Hat der im Maul? Und schon wieder das Gaining-Problem. Ein Schiff. Hatte ich auch schon gesehen, glaube ich. Ja, das ist nicht so, dass das Spiel langweilig wäre oder so, sondern es ist einfach Sonntag jetzt, gerade Anfang Mittag. Ja, das ist 12:30 jetzt, gerade, ne? Und da ist man draußen, ist einfach Scheißwetter und dann sitzt man hier drin und ist gemütlich und da wird man einfach ein bisschen faul. Da wird man einfach so ein bisschen, ne? Das Schiff. Ich könnte schwören, dass ich das irgendwie gesehen hatte. Aber jetzt gerade nicht so wirklich. Okay, machen wir erstmal weiter. Marienkäfer. Das ist eine Shisha, guck mal. Kiefer. Habe ich gerade gesehen. Fuck, wo war der jetzt? Ein Unterkiefer, ne? Da. Becher. Ja, danke. Becher. Das da? Jo. Leere Tasche. Okay. Maulwurf. Ja, den haben wir letztes Mal schon gesehen. Sehr gut. Zerbrochenes Glas. Hammer. Wo ist jetzt das zugehörige Glas dazu? Das da? Nein. Wo ist denn hier ein Glas? Aha. Zerbrochenes Glas. Trommelwirbel. Da brauchen wir die Drumsticks und die Drum. Dankeschön dafür. Dann haben wir jetzt nur noch Schiff und Seil. Finde ich beide gerade irgendwie schwierig. Ich weiß nicht warum. Schiff. Ja, das hier ist ja ein Boot, aber kein Schiff. Hm. Da ist ein Anker. Das ist ein Fass. Schiff und Seil. Das sind beides einfache Dinge eigentlich. Die liegen irgendwo einfach rum. Das Seil? Finde ich auch komisch, dass man das nicht sieht. Habt ihr das schon? Schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr das vor mir gefunden habt. Wird bestimmt keiner sagen, nein, aber naja. Das Seil. Ich nehme einfach mal einen Hinweis gerade. Boah, das ist aber richtig gemein, ey. So, jetzt haben wir, wie wir sehen, ist jetzt hier die rechts unten die Flasche leer. Wenn die sich wieder aufgefüllt hat, können wir den nächsten Hinweis nehmen. Also jetzt geht es noch daran, ein Schiff zu finden. Ich weiß wirklich nicht.
ganz ruhig. Ein Schiff. Dach, der Papierschiff. Natürlich. Ah, ich habe zu kompliziert gedacht. Man sucht dann echt nach einem leeren Beutel. Oh, das ist, glaube ich, gut für den Sand. Ist das richtig? Kann ich jetzt hier den Beutel nehmen? Jawohl. Sehr gut. So. Wir nehmen Sand mit. Aus dem Katzenklo. Oder was auch immer das ist. Ich gehe mal davon aus, dass das ein Katzenklo ist. gehen dann einen weiter. Gucken wir uns hier unten um und hauen den Sand da drauf. Wunderbar. Und dadurch kriegen wir einen Meißel. Der Sand ist geschmolzen und hat den Meißel eingeschlossen. Ich brauche etwas, um den Meißel wieder frei zu kriegen. Ja, dann nehmen wir jetzt einfach mal den dicken Hammer. Okay, dafür war der dicke Hammer. Der ist jetzt auch schon wieder weg. Wir haben einen Meißel bekommen. Guck mal eben ins Buch. Da sind wir immer noch. Das ist Kari. Kari, Kari. Ja, okay. Nichts Neues im Westen. Hier auch nicht. Wir gehen nochmal eben eins zurück. Wir gehen mal hier oben hin. Aber hier können wir ja noch nichts. Ja, wir haben ja nichts. Da war da ein Glasauge. Da ist ja nichts, was eine runde Form hat, ne? Nein. Also ein Glasauge muss für irgendwas anderes sein. Schätze ich mal. Für was? Okay, Rinde können wir vielleicht hiermit wegmachen. Jawohl. Hätte ich fast vergessen, die Stelle hier. Und da haben wir eine Blüte, oder was ist das? Kristallblume. Okay, das war jetzt hier der Super Special Place mit dem X. Und wir haben eine Kristallblume bekommen. Für die ich gerade wirklich nicht wüsste, wo wir die verwenden sollen. Die Gasmaske können wir immer noch nicht mitnehmen, weil wir den Filter noch nicht haben. Wie scharf diese Dornen aussehen, ich könnte ernsthaft verletzt werden, wenn ich sie berühre. Das wird nicht helfen. Nee, das habe ich auch nicht erwartet, ehrlich gesagt, aber... Kristallblume. Fehlt die denn irgendwo ganz krass? Ey, Kari ist weg. Was ist das? Was ist das? Eine Ölkanne? Da liegen... Ist das eine Pille oder was ist das? Das ist eine Schlaftablette. Der Rest sollte in Garis Antasche sein. Ja, dann mach die nochmal auf. Der Griff vom Reißverschluss fehlt. Ja, lol. Okay. Also da hinten kommen wir nicht hin. Kari ist weg. Und hier packen wir jetzt einfach mal... Das wird nicht helfen. Nein. Das? Irgendwie? Nein, das wird nicht helfen. Eine riesige, handförmige Stahl. Oh ja, stimmt. Jetzt sehe ich jetzt auch erstmal, dass das eine Hand ist. Also für euch so. Da fehlt ja eindeutig ein Teil. Und wenn wir das einsetzen, wird wahrscheinlich irgendwas passieren. Wahrscheinlich ein Symbol für irgendwas, aber für was? Gute Frage, nächste Frage. Ich bin gerade auch überfragt. Wir gucken mal eben im Buch, was da jetzt steht. Kari hat wohl war vor einer Minute, ihre Handtasche ist immer noch hier. Vielleicht hat das pinke Gas sie verwirrt und sie ist weggegangen. Ich sollte eine Gasmaske aufsetzen, um ihr zu folgen. Ja, das sollte ich tun. Das kann ich aber nicht. Ich habe eine Ölkanne, aber keinen Filter. Verstehst du? Wofür ist jetzt also... Kann ich ja nicht. Nee, ist schon klar. Hier ist, wie gesagt, sonst nichts außer der Scheiß. Das macht auch alles keinen Sinn. Nee. Also hier kann ich gerade nichts tun, wie es aussieht. Hier brauchen wir immer noch den Filter. Woher soll ich den bitte nehmen? Wir haben Sachen, die ich
nicht brauche. Und davon zu Genüge. Ja, da hinten geht's ja auch nicht. Geht's ja auch nicht weiter. Ich kann ja nicht. Mit einer Ölkanne kann ich jetzt ja schlecht hier. Die werde ich bestimmt ölen müssen. Die sehen so aus, aber. Ich muss ja erstmal irgendwie die Scheiße wegkriegen, ne? Mach doch mal das Ding weg. Woher soll ich denn jetzt den Filter nehmen? Da unten war ja auch nichts mehr. Da geht auch nur nach oben. Hier ist nichts mehr. Im Haus höre ich immer Geräusche, aber ich probiere das jetzt einfach mal, aber das macht ja alles keinen Sinn. Hier ist ja auch nichts, ne, was man hier machen könnte. Also, schwierig, ich weiß gerade nicht weiter. Also weiter zurück können wir nicht. Wir müssen mit den Sachen, die wir haben, jetzt irgendwie hier vorankommen. Ah doch, guck mal, die können wir einsetzen. Aha! Und dann bekommen wir schon mal ein Beil oder eine Axt oder was auch immer das sein soll, eine Axt. Das ist sehr gut. Aber dann machen wir jetzt hier einen Cut. Ja, und in der nächsten Folge gucken wir dann mal, was können wir denn mit... Ah, mit der Axt können wir wahrscheinlich die Ranken wegmachen, dann mit der Ölkanne ölen und dann können wir da rein und wahrscheinlich da werden wir den Filter finden. Sehen wir dann aber nächste Folge. Ich sag einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.